In der Zeit, als der Teufel noch lachte und das Tor zur Hölle weit offen stand. Es lauerte jedenfalls noch überall die Verdammnis. Aber lassen wir das jetzt beiseite. Jedenfalls gab es bereits Gott. Und Martin Luther gab es auch. Der fürchtete diesen Gott wie die meisten Menschen damals und betete, aber die Furcht wurde nicht weniger und Luther dachte nach. Er grübelte und grübelte, beim Spazieren in der Kirche, sogar auf der Toilette grübelte er, bis ihm der Gedanke kam. Das ist es, jauchzte er. Gott hasst uns überhaupt nicht. Er liebt uns, frohlockte er. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Die Kirche nutzt unsere Angst nur, um reich zu werden, provozierte er. Aus dem Gedanken aber wurden viele und Luther posaunte sie überall rum. So eine Frechheit, rief der Papst, als er von der Sache Wind bekam, was man auch verstehen kann, wegen all des Geldes, das die Kirche mit den Ablassbriefen verdiente. Lausiger Mönch, schrie er, nur der Papst hat die Schlüssel zur Gnade. Luther zürnte dagegen. Nur Gott verleiht Gnade und der Papst ist auch nur ein Mensch. Widerrufe! Der Papst befiehlt es dir, tobte der Papst. Ein Christenmensch ist frei und niemand untertan, erklärte Luther. Dem Papst wurde das zu bunt. Er drohte dem Mönch. Aus der Kirche werde ich dich verbannen und deine Schriften sollen brennen. Na und? Lachte der Mönch und überzog den Papst mit Schmäh. Es reicht, tobte der Papst. Der Luther, der muss weg, schrie er und warf ihn aus der Kirche. Auch der Kaiser wollte über Luther richten. Du musst das alles widerrufen, forderte er. Vor allem das Gerede von der Freiheit. Das kann ich nicht, widersetzte sich Luther. Gegen mein Gewissen darf ich nicht handeln und bot dem Kaiser die Stirn. Skandal, rief der Kaiser und erklärte Luther für vogelfrei. Moment, dachten die edlen Leute, das mit dem Gewissen und der Freiheit, das ist doch gar nicht dumm, erkannten sie. Von großem Nutzen überlegten auch die Städte und Gemeinden. Wenn es so ist, wie der Luther sagt, dachten sie, warum dann all das Geld für den Papst? Wenn er keine Gnade hat für uns, keinen Pfennig mehr nach Rom, beschlossen sie. Was mit unserem Geld passiert, das bestimmen wir. Doch als der Kohlhase dem Junker von Zaschwitz das Schloss niederbrennen wollte und sich dabei auf die Freiheit und das Gewissen berief, weil der Junker seine Pferde zerschunden und ihn nicht entschädigt hatte, da platzte dem Luther der Kragen. Von politischer Freiheit war nie die Rede, zürnte er. Denken sollt ihr als freie Menschen. Untertanen seid ihr trotzdem, schimpfte er. Doch da war es bereits zu spät. Die Menschen nahmen sich die Freiheit, das Gewissen und ihren ganzen Luther. Ja, bis heute ist das so. Sie schreiben über ihn, zitieren und loben ihn und machen Ausstellungen am laufenden Band. Und so ist, wann immer sich die Welt ein wenig weiter dreht, auch ein bisschen Luther darin.